Mahlzeit Leute, herzlich willkommen zurück zu Jagged Alliance. Wir haben mittlerweile 3 Trupps, weil wir Fidel dazu bekommen haben. Und Fidel ist aktuell hier mit Hitman in Fleertown und bildet Milizen aus, beziehungsweise, naja, er ist einfach nur da und erholt sich. Hitman bildet die Milizen aus. Wir müssen da in Kürze ein bisschen was umstellen, ein bisschen was umstrukturieren. Aber jetzt warten wir hier erstmal diese Ausbildung noch ab. Wir haben hier den Alpha-Trupp. Hier wäre noch ein Plätzchen frei. Und ja, wieso eigentlich nicht? Warte mal, wir können hier... Wir marschieren mal hier hin mit dem Alpha-Trupp. Und dann können wir eigentlich Fidel hier auswählen. Genau. Aber wir teilen den Trupp auf. Genau. Nur Fidel bewegt sich. Und Hitman bleibt erstmal in Fleertown. Das ist der Plan. Hier müssen wir hin, weil wir hier... die Medizin abgeben für Larry. Ihr erinnert euch, Larry, der Durchgeknallte mit den Minen, in die ich hier reinmarschiert bin, die waren dort auf F7. Und jetzt will ich aber mal noch eine Sache schauen. Ja, wir werden die Reise abbrechen mit Fidel und werden einen Zwischenstopp einlegen, nämlich hierhin. Dort liegen nämlich noch ein paar Waffen. Dort soll er kurz anhalten. So, und unser Bravo-Trupp hier oben, ja, der war ja eigentlich hier sehr, sehr erfolgreich. Und ich denke, wir machen direkt weiter. Die Irren Geparden, es sind 12 Gegner, aber wir sind ja eigentlich hier volle Stärke. Von daher gehen wir es an. Also, ich lasse mal laufen und dann sind wir da schon. 5 gegen 12 in den Slums von Pantacruel. Feuer frei. So, und hier sind wir. Es ist Nacht, das heißt, ja, Feinde sind im Dunkeln schwerer auszumachen, Fernangriffe gegen sie halten einen Abzug wegen schlechter Sicht. Wir haben hier wahrscheinlich 2 Sachen, ne? Hier ist dieses Etablissement, Le Lit Rouge in den Slums von Pantacruel, also dort ist dieses Bordell. Da müssen wir sowieso mal hin. Mit der Besitzerin sollten wir, glaube ich, sprechen wegen hier unserem Rebellenfreund. Und irgendwas hier mit Merc hat wohl Teile der Ausrüstung hier zurückgelassen, also vielleicht können wir hier zusätzlich noch irgendwas finden. Gut, gehen wir es mal an, stellen hier auf. Viele Möglichkeiten gibt es nicht, Infos haben wir überhaupt nicht, aber okay, so in den Gebäuden zu kämpfen, das könnte knifflig werden. Mal schauen, wie viel wir hier rausnehmen können von den 12, bevor es hier richtig gefährlich wird. Da oben haben wir schon mal einen Scharfschütze. Okay, der schaut in Richtung der Leiter. Wenn wir von hier drüben kommen, können wir den vielleicht erwischen. Also hier selbst mal aufs Dach vielleicht. Wir gucken mal. Gehen mal in diese Richtung. Alpha hat Weisheit erhalten. Hier haben wir eine Falle gefunden mit Igor. Im Übrigen, eine Sache hatte ich noch vergessen. Ich hatte mir das angeschaut. Kalina hat tatsächlich 2 Stufenaufstiege jetzt. Wir haben mit ihr 2 Skillpunkte zu vergeben. Aber ich zeige euch das mal ganz kurz. Bei ihr ist es wirklich sehr, sehr kritisch, denn sie hat in den relevanten Werten noch nicht, also der einzige Wert, der über 70 ist, ist die Beweglichkeit und deswegen ist der einzige Teilbereich, in den sie Skillpunkte vergeben kann, ist der hier. Und da ist jetzt nichts dabei, was mich reizt. Gratis Nahkampfangriff, ne, ist nix und erhöhte Gratisbewegung ist jetzt auch nicht so der Burner. Geschicklichkeit, fehlt uns ein Pünktchen, dann ist das hier freigeschaltet. Und Beweglichkeit fehlt auch ein Pünktchen, dann sind wir auf 80, dann wird das hier freigeschaltet. Und das wird über kurz oder lang passieren. Notfalls haben wir ja auch diese Bücher, diese Heftchen, um diesen einen Punkt zu bekommen. Und dann vergebe ich die Skillpunkte. Ich fände es jetzt Quatsch, bloß weil wir sie haben, die hier rein zu klicken auf irgendwelche Perks, die mir nicht gefallen und die uns auch nicht wirklich viele Vorteile bringen. Von daher ist hier weiter Geduld gefragt. So, dann schleichen wir mal langsam hier hoch. I sneak up.
So, da ist der Scharfschütze. Eventuell kommen wir an den jetzt ran. Wir nehmen mal Kalina. Und legen sie ab. Und dann müssten wir jetzt eigentlich gleich wieder Sicht auf ihn haben. Da ist er. Und da drüben ist noch einer, aber wir nehmen jetzt mal den Scharfschützen hier und schießen auf den Kopf. Gut, Nummer 1. Dann. Nehmen wir. Guck mal, da unten. Da unten strolcht auch einer. Ui. Okay, halt. Ja. Ich weiß nicht, ob der in Reichweite ist. Gerade so könnte man natürlich auch probieren. Wir nehmen aber jetzt mal die anderen und gehen mit ihnen hier runter. Da kommen wir nicht hoch. Da ist zu. Kommen wir hier in das Gebäude rein? Scheinbar nicht. Das ist. So, wo ist er? Er ist eben hier noch rumgestrolcht. Jetzt die Frage, ob wir den versuchen von hier oben. Zu erwischen. Ich denke ja. Komm, wir gehen mal auf Kalina und wir versuchen diesen Schuss von hier oben. Gut. Nummer 2 ausgeschaltet. Das hat auch eine geile Position hier oben. Aber ich vermute fast, dass es das jetzt war, ne? Dass wir da jetzt keine weiteren mehr von hier oben treffen können. Es sei denn, der Typ hier taucht wieder auf, der eben diese Straße entlang gelaufen ist. Ich weiß allerdings nicht, wo der gerade ist. Ist auch ein bisschen gefährlich. Wir nehmen mal die hier. Ob der da irgendwo... Ah, da kommt er. Na gut, dann bleiben wir mal hier sitzen. Kommt der noch näher? Oder war es das schon? Na, er kommt noch ein Stück näher. Kommt noch näher. Nah genug. Nummer 3. Okay, also jetzt war es das aber hier wirklich auf der Position. Jetzt gucken wir, dass wir Kalina wieder mit nachziehen. Drei Stück haben wir. Schauen wir mal weiter. Ja, da kommen jetzt mehrere. Was ist das? Gargantua. Irgendein Restaurant. Naja, da sind jetzt einige. Okay. Take a look at this. Okay, hier hinten geht's nirgends hin. Bleiben wir mal da. Wo ist Kalina jetzt? Wir sollten vielleicht auch mal nachladen. So, und dann... Ja, ich glaube, den hier draußen, den Speer, den können wir noch ausschalten, ohne dass wir irgendwie den Rest aktivieren. Den holen wir uns auf jeden Fall mal. Dann, ich weiß nicht, so, dann laufen wir, glaube ich, erstmal noch den Rest ab. Ist das hier das Bordell? Ja, sieht so aus. Okay, komm. Wir gucken mal, wie nah wir rankommen. Ziemlich nah, vermutlich, ja. Kann sogar noch ablegen.
Und noch ein Stückchen ran. Okay, jetzt ist hier doch Action. Okay, dann nehmen wir den Feuerkampf jetzt auf. Gleich drei. Kriege ich die so weit? Wisst ihr was? Das machen wir hier mit dem Overwatch. Like sneak up. Ja. All right, but I don't see how they won't spot my magnificent. Okay, ist hier eine Tür? Können die hier rauskommen? Nee, ne? Eigentlich nicht. Das heißt, wenn, dann kommen sie hier vorne raus. No problem. I shall not make a noise. Na komm, wir. Wisst ihr was? Wir machen. Wir gehen hier hin mit Igor. Okay, die Action geht los. Vier Stück haben wir erwischt, ne? Das heißt, wir haben hier noch. Wir haben hier noch 8. 5 gegen 8. Zug beenden. Okay, die Overwatch, die waren schon mal nichts. Oh, der auch nicht. Hoi, 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 hoi. Wie weit läuft der denn? Jetzt aber. Komm, mach ihn weg. Jawohl. Ui, 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 ui. Okay. Oh, shit. Oh, shit. Gefährlich. Und noch einer. Ja, jetzt wird's kuschelig. Wir sind dran. Können wir hier was mit Granaten machen? Haben wir überhaupt Granaten? Alpha hätte eine Rohrbombe, aber die braucht ja wieder Zeit, ne, bis sie explodiert. Wir haben, ich glaube, wir haben nichts Entsprechendes dabei. Hier haben wir noch eine Rauchgranate, die ist nur, um sich selbst einzunebeln. Die ganze Kacke hier braucht immer einen Zeitzünder oder so. Nein. Nichts Brauchbares. Pan-Granaten wären eine feine Sache jetzt. Okay. Pass auf. Es sind verdammt viele. Streifschuss. Ready to shoot. This is odd. I thought Igor can never miss. He has all these medals. Schwer verletzt. Aber das ist trotzdem, das ist zu wenig. Wir wechseln mal die Waffe. Nehmen Laufen und Schießen. Okay, einer ist tot, einer ist schwer verletzt. Jetzt können wir 6 HP, 2 Angriffe. Das würde gehen. Oder wir nehmen jetzt noch einen Schuss mit ihm. Das ist jetzt die Frage, was besser ist. What? Alpha. 2 Schüsse kriegen wir raus. Tot. Ja, ich
tendiere fast wieder, wobei das ist wieder so ein Reichweitenproblem. Target locked. Gut, gut, gut. Drei Stück noch. Wir haben noch. Ja, mit Tor hätten wir noch einen Overwatch. Oder einen Schuss. Kalina kriegt mit ihrem Gewehr nur einen Schuss raus. Aber vielleicht nehmen wir den hier oben. Komm, den nehmen wir volle. Auch weg. Wunderbar. Just hold still, Daniel. Auch Kopf. Ah, yes. Läuft. Das heißt, last man standing, oder? Nein, noch einer. Aber zwei Scharfschützen sind es. Also, der wird schwer zu treffen sein auf dem Kopf. Ich denke, wir machen einen Overwatch. Wenn er noch... Ich hoffe, er kommt noch ein bisschen näher. Machen wir es mal so. Aha, da kommt der zweite Scharfschütze hier hinten. Target is exposed. Na okay, er visiert nur an, er schießt nicht. Das heißt, wir sind direkt wieder dran. Das ist gut. Kalina hier. Bekommen wir... Also Kalina muss ich mal hinstellen als erstes. Weil sie kriegt kein Schussfeld. Kommt Steroid hier aufs Dach? Kommt er nicht. Kriegt auch kein Schussfeld. Au, schwierig. Schwierig. Yes. Alpha. Wenn er einen Schritt zurückgeht, bekommt er ein Schussfeld. Machen wir. Ist eine Gratisbewegung. Und dann probieren wir den hier auf dem... Es bleibt nur Kopf. Es bleibt nur Kopf. Wir nehmen 8. Hab's befürchtet. 3 nach vorne... ablegen. Ja? Kein Ziel. Ja, immerhin. Immerhin. 7 und er ist schwer verletzt. Wir haben noch 7. Können wir mit der anderen Waffe mit 6 schießen? Moment. 24er Reichweite. Vier ab. Müsste gehen, oder? Salvenfeuer, Einzelschuss 4, ja. Also, das heißt, wir wechseln einmal auf die Waffe. Haben dadurch ein bisschen bessere Reichweite. Visieren ihn an auf den Oberkörper. 6. Feuer. 18. Tot. Gut. Gut. Bleibt also noch Kalina. Mit der können wir jetzt nichts machen, außer hier ranzulaufen. Overwatch bringt hier überhaupt nichts. Dann darf sie sich mal anfangen zu verarzten. Und Steroid. Ja, hier hochlaufen ist natürlich Quatsch, ne? Weil dann verabreicht er uns eine. Aber wir gehen hier vorne ran, dann können wir vielleicht in der nächsten Runde hochmarschieren. Igor. Ach so. Warte mal. Schritt zurück. Dann könnte man den hier. Das natürlich geht nur auf den Kopf. Probieren wir aber. 3-7. Und noch ein Versuch. Zug beenden. Er kommt näher. Und er visiert an. Das war's. Gut. Dann sollten wir jetzt eigentlich in der Lage sein, wenn wir mit Steroid hier hochgehen. Haben wir noch 8. Und dann versuchen wir ihm den Kopf wegzuknallen. 8. Das war's. Sehr schön. 5 Loyalität. Das Gebiet ist sauber. Wir haben die Kontrolle über die Slums erlangt. Sehr schön. Das hat doch wunderbar geklappt.
Was haben wir hier? Eine Flakhose, die können wir direkt zerlegen. Wie viele Bauteile haben wir denn eigentlich mittlerweile? 121 hier wieder. Ist okay. Yes? Hier können wir plündern. Oh, nochmal Bauteile. Nachtsichtgerät und zwei Linsen. Wunderbar. Wobei, irgendwas mit den Linsen, ihr habt es ja gesehen, war irgendwie buggy, ne? Also ich hatte bisher keine Linsen hier und hätte aber irgendwelche Sachen modifizieren können, bei denen man Linsen braucht. Nachtsichtgerät hätten wir eben gut gebrauchen können. Hm? Yes? Okay, schauen wir auf die Uhr. Ja, sind wir sehr gut in der Zeit. Dann können wir hier noch ein bisschen, erstmal ein bisschen rumlaufen und dann schauen wir in dem Etablissement hier noch vorbei. Mal mit den Damen sprechen hier. Ja, das Verborgen können wir rausmachen. What has nature provided us? Come, friend. Best prices in Grand Champ. Was? Ich will den Sektor nicht verlassen. Ach so, ich will hier. Da will ich ran. Okay. Drei Teile. Können wir hier hoch? Können wir. Schauen wir uns als erstes mal. Follow Igor. Hä? Ach, da geht's. Okay. Of course. Right on. Come on. Okay, was gibt's hier? I spotted something. Schwarzpulver. Wie kriegen denn mal das Schwarzpulver hier rein? Also irgendwie, da. Boah, da macht der Mod gerade Schwierigkeiten. Ich hoffe, den kriegen wir schnellstmöglich gefixt, weil das ist so ein bisschen ein Problem, ne? Die Kapazität im Inventar ist doch sehr begrenzt. Hackbares Gerät. Steroid ab ans Telefon hier. Was können wir hier? Aha. Wo ist denn das Ding? Ach, da drin. What is that? 750. Hier können wir plündern. Ein Messer. Come on. Na gut. Wir sollten. Was haben wir denn hier? It's me, Thor. Every journey begins with a single step. Willkommen im Lully Rouge. Schießen, Fluchen und schlechtes Benehmen werden nicht toleriert. Zuwiderhandlungen werden mit Ausschluss auf Lebenszeit bestraft. Sehr, sehr cool. Okay. Dame vom leichten Gewerbe. Das ist ja auch sehr schön ausgedrückt. Please tell him that Megan is missing him and wants her skirt back. Captain Pierrot hat einen Rock gestohlen. Okay. So, was haben wir hier? Panamanian Petting Zoo, Alabama Hot Pocket. Oh, Rucksack mit aufgestempeltem Merck-Logo. Oh. An enchanted item. Schau an. Uzi. Naja, die zerlegen wir. Nee, also something in between ist nicht so meins. Was haben wir hier? Leuchtstäbe. Können wir hier zumindest drüber packen. Da ist wieder was zum Hacken. Oh, da ist einiges. Infos erhalten über Savanne D5. Infos erhalten über Savannenhöhle. Okay. Hier ist eine Falle zu deaktivieren. Igor, Steroid, macht das. Jawohl, Technik plus 1. Sehr schön. Sind wir schon bei 83. Oh, guck mal, hier wimmelt es ja von Teilen und Sachen. Behälter war ein Blindgänger. Eine Browning. Zerlegen wir. Kriegen sogar noch ein Stahlrohr. Sehr schön. Hier sind weitere Bauteile. Drei Teile, vier Teile, Gewehr, das wird zerlegt. Das hat sich hier doch richtig gelohnt.
Steroid geht wieder durchs Fenster. Das kennen wir schon. Hier hinten ist eine Sprengfalle. Da ist hier in dem Trupp niemand dabei. Da gehen wir nicht ran. On my way. Das lassen wir schön sein. Aber da ist auf jeden Fall noch ein bisschen was zu plündern. Und dann guck mal, da hinten ist es da hinten der Rucks. Nee, da geht es zur Savanne. Irgendwo muss wahrscheinlich noch ein weiterer Rucksack sein. Let's move. Right on. No kissing. Everything else is negotiable. So, da ist Mama Lilian. Mit der sollten wir vielleicht mal sprechen. Something here. Hallo. Thanks for putting away those filthy bandits. L'Hélice Rouge will welcome you with open arms. Nicht nur mit offenen Armen. However, make sure you don't start any trouble. We have enough already. If you ever hurt my darlings, I will pay someone to find and kill you. Hm. Okay. Ja, komm, was ist L'Hélice? It is a fine establishment for... Who am I kidding? It's a brothel. But at least it is clean and respectable and the girls are healthy. If I could say the same about our country, it'd be a much nicer place to live. Ja, das ist wohl richtig. Was für Ärger? Oh well, let's see. My dear Molly was kidnapped. The carnival celebrations are ruined. And the town is full of scumbags who think they can abuse my girls and get away with it. What will happen next? A plague of locusts? Also Molly ist doch die neue Freundin hier von dem Boss in Fleertown, ne? Von dem Mafia-Boss. Erzählen Sie mir mehr über den Karneval. It is a fiesta of love and happiness here in Pontagruel. There is music, drinking, dancing in the streets. And then it always comes to its peak on the square in front of L'Hélice Rouge. We are the main sponsor of the event, darling. Sounds like fun. But this year's carnival ended up in chaos when Chemerenga started his stupid war with the Legion. Why don't they stop with their games and make love instead? They seem to need it. I could not agree more. Too many people focus on the wrong things. Make love, not war. Ja, weiter Chemerenga. A fine gentleman, that's what he is. A very clean and good-looking man. And what is more important, he is a good person. Any woman would fall for him. I know he likes me, but he wouldn't leave behind this foolish revolution of his and just settle down. Grand Chien doesn't need more wars. It needs people like him to rebuild it. Okay, also die beiden versteht. Komm, wir geben ihr mal das Propagandablättchen. Good old Chemerenga with his stupid revolution again. Oh, you see this? There is a whole empty page here. Such a waste. Das fände ich großartig, in so einem kommunistischen Manifest ein bisschen. I know the Savannah Lion won't like the idea, but I think you darlings can persuade him that this would ensure his pamphlets get a much better reception. Everything sells better with pretty girls on the cover. Girls and Guns sozusagen. Okay, das kriegen wir hin. Also da läuft, die Sache läuft weiter. Molly, wir fragen mal nach. Wir wissen ja, wer es ist. Each year they crown the prettiest of my girls as carnival queen. Dress her only in flowers and carry her around on a throne. Molly surely looked wonderful. She's a nice girl. Maybe a bit too nice. She was smiling at everyone, and you know, darling, she has that twinkle in her eye that makes everyone like her. But I guess that's why she was kidnapped by one of those crazy commandos. Ja, das war doch so. Die ist doch mit einem durchgebrannt, von dem wir aktuell noch nicht wissen, wo er ist. Wahrscheinlich wird er irgendwo versteckt in Fleertown. Aber jetzt ist sie mit Boss Blobert zusammen, genau. Also, wir wollen den Tatort sehen. She was bathing in the building nearby and her room is upstairs. I don't know where exactly she was kidnapped from,
but I ordered the girls not to move anything. It is strange. We didn't hear anything. But, of course, the party was quite loud. You know how it is, darling. Anyway, please investigate. But be careful around my girls. Whatever their profession may be, they are not toys. Okay, gut. Also, wir, das war, ne, erzähl uns mal von den Kommandos. Wir sagen ihr noch nicht, wo Molly ist. Like you, who worked with dear old Shimmeringa. His Marquis have a high opinion of Le Mercenaire, but all I know is that one of those buffoons kidnapped my Molly. You seem okay. to know them. I won't ask questions. I just want Molly back. If you can return my girl home, I will see that you are rewarded in the best way. Achtung, jetzt meldet sich Igor wieder. Ah, nee, ich hätte gedacht, jetzt kommt Igor. okay, also wir sagen das mal noch nicht. Ich möchte erstmal die Infos hier zusammensuchen, was wir hier noch finden können. Wir fragen mal nach dem missbrauchten Mädchen. No one hurts my girls. No one ever. No matter if you are Legion or Marquis or the President of Grand Chien, you may never hit a girl. Yet, there are some who did just that. I want them dead. So that everyone will learn what happens when you mistreat a lady. Guter Ansatz, Maman. Da kümmern wir uns drum, würde ich sagen. Wir sind... No, nö, doch. Nennen Sie uns Namen. Here, I'll write them down for you. Make them all pay. And I'll pay you. Fair service for a fair price and mutual respect. That is my deal for all of my customers. We may sell our bodies, but we never sold our human rights. Cooler Ansatz. Okay. Das, be careful, darling, da kümmern wir uns drum. Don't die out there. Otherwise the girls would be crying for you. And sad girls are bad for business. Gut. Okay. Infos für Slums gefunden. Mamans Mädchen. Mama möchte, dass die Männer sterben, die die Mädchen missbraucht haben. Das schauen wir uns dann morgen alles mal in Ruhe an. Vor allen Dingen werden wir hier noch ein bisschen die Slums durchsuchen nach weiteren Hinweisen. Wir müssen das Gebäude hier noch durchsuchen. Wir müssen dieses Gebäude noch durchsuchen. Und ich weiß nicht, ob wir hier rein... Ja, das wird wahrscheinlich eins sein, in das wir nicht kommen. Aber was nämlich auf jeden Fall noch fehlt, ist ein weiterer Rucksack von Merc, der hier irgendwo rumliegen sollte. Und dann... Schau mal, wir haben ja schon 100%. Das ist ja Wahnsinn. Wir haben ja schon 100%, aber aus irgendeinem Grund wird dieser Sektor noch nicht blau angezeigt. Ne? Der ist neutral. Also ihr seht ja die blaue Grenze, die läuft hier hoch über die Slums und dann wieder zurück. Keine Ahnung, an was das liegt. Aber ja, wir kümmern uns drum. Wir schauen uns das schauen wir uns alles in Ruhe an. Auch die ganzen Notizen. Eine neue E-Mail ist gekommen. Das ist dann morgen ein Thema. Und hier werden wir mit dem Alpha-Trupp hier hochmarschieren, uns dann mit Fiedel vereinen und dann schauen wir mal, ob wir Larry dieses Medikament verabreichen können und was dann passiert. Ich sehe gerade hier drüben ist noch... Was ist das hier? Ach so, das ist der Weg der Diamantenlieferung. Ja, ja, gut, okay. Hier hinten, das wird ja nicht erreichen. Die fangen wir ab. Zwei weitere Diamantenlieferungen sind auch wieder 24.000. Es läuft. Wir stehen hier vor der nächsten Mine. Wir haben hier oben eine Mine und wir haben hier oben auch nochmal eine Mine. Also, boah, wir kommen ganz gut voran. Und was wir morgen auch noch machen werden, ist, wir werden nochmal bei Bobby Ray reinschauen, nachdem unsere Testbestellung ja hervorragend geklappt hat. Würde ich sagen, lassen wir uns jetzt ein bisschen eine größere Lieferung von ihm schicken. Wir brauchen auf jeden Fall panzerbrechende Munition, im Idealfall für NATO als auch für Warschauer Pakt. Wir brauchen Medizin eventuell. Wäre vielleicht nicht schlecht, wenn wir uns da ein bisschen was noch schicken lassen würden. Und Granaten wären auch ganz nice. Okay, also ihr seht, es gibt viel zu tun. Gehen wir es an. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, Leute, haut da rein. Tschö, tschö.